Wie viel Verstärkung von Musik verträgt ein Mittelaltermarkt? Hallo, liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Ann auf das Schandmaul auf Cowboy TV und die Puristen unter euch werden wahrscheinlich sich denken, elektronische Verstärkung hat auf dem Mittelaltermarkt nichts zu suchen. Und ja, dem kann ich mich zu einem gewissen Maße anschließen. Es gibt durchaus einige Mittelaltermärkte, die so geschnitten sind, dass man wunderschön unverstärkt spielen kann. Bei anderen wiederum ist es so, dass man unverstärkt spielen kann, wenn man sehr laute Instrumente wie Dudelsäcke und Trommeln verwendet. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die musikalische Vielfalt ein bisschen zu verstärken, indem man einfach sagt, zu den Dudelsäcken wie ein Saiteninstrument, das man irgendwie noch hören kann, auch ganz nett. Das sorgt dafür zum Beispiel, dass man einfach an dem Saiteninstrument zum Beispiel einen Batterieverstärker hat. Man ist mobil, man kann überall spielen und man hebt eigentlich nichts anderes an als nur das Saiteninstrument, damit es halt auch bei den Dudelsäcken gehört wird. Was aber ist, wenn eine Bühne da steht mit einer kompletten Verstärkeranlage? Ich persönlich denke, dass selbst das bei manchen Mittelaltermärkten, die entsprechend geschnitten sind, völlig in Ordnung ist, wenn man auf zum Beispiel der Hauptbühne verstärkte Musik hat, das ganze Gelände, wie in Eggenburg zum Beispiel, aber so weitläufig ist, dass man auf anderen Bühnen unverstärkt spielen kann und nicht gestört wird von der Verstärkung der anderen Bühne. Was aber, wenn das Gelände es nicht hergibt? Da muss ich sagen, ich finde es furchtbar. Ich persönlich, das ist meine Meinung. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem MPS gehe, wo ich weiß, da gibt es eine riesen Bühne mit Verstärkung und das ist halt dort so, ist das was anderes, als wenn ich auf einem Mittelaltermarkt gehe, wo ich eigentlich mir mehr so dieses gemütlich-romantische Mittelalter erwarte, wo ich einfach sitze, die Seele baumeln lass, vielleicht was trink und mich mit Leuten unterhalten kann, während ich nebenher auch noch das musikalische oder gauklerische Angebot genießen möchte. Da ist das Problem, wenn ich jetzt eine Bühne habe, die wirklich Riesenboxen hat, wo das ganze Gelände beschallt wird. Zum einen, die anderen musikalischen Acts, die unverstärkt auf dem Gelände versuchen zu spielen, können das nicht mehr sinnvoll machen, weil dann habe ich immer zwei Musiken gleichzeitig. Also, ich habe Kinder, mich nervt das wirklich, wenn zwei Kinder da sitzen und jeder guckt mit seinem Tablet was einen anderen Film. Ich pack das unheimlich schlecht. Vor allem, wenn gerade Musik läuft. Musik A und Musik B gleichzeitig mag mein Hirn nicht. Und das ist halt auch auf so einem Mittelaltermarkt so. Ich möchte mich unter anderem auch unterhalten können. Wenn ich mich jetzt in die Gastronomie setze und ich habe dort meine Tische und meine Bänke und ich habe mein Getränk und meine Freunde, möchte ich nicht neben diesen Freunden die ganze Zeit sitzen müssen, ohne dass wir reden können, weil die Musik zu laut ist, beziehungsweise wir müssen uns anschreien, um uns irgendwie noch verständlich machen zu können. Das ist echt nicht meins. Und da frage ich mich, wie ist es bei euch? Wie ist eure Haltung dazu? Also ich zum Beispiel bin ja sehr ambivalent. Sprich, verstärkte Bühnen gehen okay, wenn das Gelände es hergibt. Unverstärkt ist mir natürlich auf kleineren Festen lieber. Oder in der Gasse. Oder Kapellengigs, bitte unverstärkte Kapellengigs. Es gibt nichts Traumhafteres, auch für einen Musiker, mal mit leisen Instrumenten in der Kapelle zu spielen, wo einen jeder hört und man keine Verstärkung braucht. Aber ich bin eben der Meinung, man sollte so weit verstärken, dass das Publikum was davon hat, aber eben nicht so viel, dass es eigentlich alles zusammenhaut und niederdügelt. Ein Mittelaltermarkt sollte meiner Meinung nach kein Rockkonzert sein. Das ist jetzt meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Wenn ihr selber Meinung seid, ja, dann bitte auch unten in die Kommentare. Wenn euch solche Videos gefallen, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder schreibt mir, warum euch solche Videos nicht gefallen. Ihr wisst, unten in den Kommentaren. Und ja, wenn ihr abonnieren solltet, dann vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir sehen uns dann bis die Tage. Tschüss, euer Adolf.